Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pink Panther und die Zauberformel. Es wird wahrscheinlich der letzte Part werden. Nein, ich möchte nicht hier speichern. Ich möchte bitte laden. Ich denke mal, ein halbes Stündchen werden wir noch spielen, dann sind wir durch. Wir waren ja beim letzten Mal hier und weil wir so ein bisschen an der Zauberformel rumgepfuscht haben mit unserem griechischen Salat, hat sich die kleine Violet in ein hässliches grünes Monstrum verwandelt und ist durch die Tür nach unten entschwunden, was natürlich nicht so gut ist. Und Nathan, der Kleine hier, der hält sich schon echt die Hand an den Kopf, das zu Recht. Tanzen wir noch eine Runde. Oh yeah, das geht ab. Ja, du bist ein echtes Disco-Talent, du solltest in die Musikbranche gehen. So, wir nehmen erstmal den Salat wieder mit, den können wir noch gebrauchen später. Bleib am Ball, Kumpel, es dauert nicht mehr lange. Ei, ei, Captain. Ja, er ist vollkommen am Boden zerstört. So, dann wollen wir mal Violet hinterherlaufen und gucken, wo sie hin ist. Also, genau, was ich sagen wollte. Mit dem kann ich gar nicht reden. Na gut, der hat die anscheinend nicht gesehen. Der steht da vollkommen unbeeindruckt. Was ich sagen wollte, ist, dass, ja, wie gesagt, der letzte Part hier sein wird. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine halbe Stunde spielen. So 40 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten. Aber es würde sich halt nicht lohnen, jetzt einen 30 Minuten Part zu machen und dann für das Ende nochmal 10 Minuten. Deswegen packe ich das alles in einen Part. So, gehen wir mal zur Abendgesellschaft und schauen, was Violet hier angerichtet hat. Hm, gar nicht da. Ich kann alles erklären. Was erklären, Allerliebster? Ist sie nicht, haben sie nicht, Ist sie nicht, haben sie nicht, was, Kater Carlo? Auch nichts, ist schon gut, weitermachen. Der große, heiß erwartete Augenblick ist gekommen. Ohne viel Tamtam präsentiere ich Ihnen die Starbiss-Sammlung. Sieht irgendwie hässlich aus. Ich glaube, davon willst du kein Foto haben. Ich will den kompletten Kladderadatsch kaufen. Wie teuer ist das? Das ist unzulässig. Er kann doch nicht alles allein kaufen. Wir möchten auch ein paar Zähne abkriegen. Zu schade, aber ich hab nun mal jede Menge Geld und will alles kaufen. Meine Damen, meine Herren, wir wollen doch einen klaren Kopf behalten. Ich bin sicher, Sie als mündige Bürger werden mit mir eine Abmachung treffen, von der ich alleine profitiere. Oh. Hallo Violet, wie geht's dir? Ah. Ich sehe, du hast heute keine gute Laune. Meine Güte, sie ist zerstört. Das gediegene Ambiente. Violet, bist du es? Aha, sehr interessant. Ich verstehe deine Probleme voll und ganz. Wir haben ihr stets verboten zu rülpsen oder an der Decke zu schweben oder gar besessen zu sein. Aber dieses Kind kann einfach nicht hören. Ja, irgendwas habt ihr falsch gemacht. Was in der Welt ist das? Und wie viel wollt ihr dafür haben? Ich glaube, es steht nicht zum Verkauf. Oder, Darling? Aber gewiss nicht, mein Goldstück, aber gewiss nicht. Dieses Ding ist Ihre Tochter, Mr. Izumi. Hat sie einen Asthmaanfall? Das ist die seltsamste Party, bei der ich je Partygast war. Oh ja. Auf die Wahrheit dieser Bemerkung können Sie Gift nehmen. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Gerne doch. Was hast du denn auf dem Herzen? Erzähl uns deine Probleme. Wir hören zu. Ich bin Echidna, der Geist der Bosheit. Jetzt besitze ich Violet. Hi, Echidna. Hi, Echidna. Hi, Echidna. Hi, Echidna. Hi, Echidna. Hi, Echidna. Oh. Hi, ja, ihr müsst jetzt alle nicht Hi, Echidna. Einzeln Hi, Hallo sagen. Ihr könnt doch alle zusammen Hi, sagen, wenn nicht. Hi, herzlichen Dank für die Begrüßung. Aber meine Anwesenheit hier gefällt mir ebenso wenig wie Ihnen meine Anwesenheit gefällt. Anscheinend hat hier jemand mit den unbekannten Kräften des Universums herumgepfuscht. Und schon bin ich im Körper eines übergewichtigen Kindes gefangen. Keine Anzüglichkeit, nicht übergewichtig, nur schwerknochig.
wie Sie wollen. Also, um mich zu befreien, müssen Sie das mächtigste Wesen im Universum anrufen. Aber wie sollen wir Steven Spielberg so kurzfristig erreichen? Oh Mann. Ich glaube, wir sollten uns an Bill Gates halten. Der Mann ist nicht zu bremsen. Ich nehme an, Sie meinen Zeus? Zeus? Sie müssen wissen, Echidna ist ein gefürchtetes Ungeheuer aus der griechischen Mythologie. Mit dem Oberkörper einer Frau und dem Unterkörper einer schaurigen Schlange. Macht ist eine recht subjektive Sache. Da es sich bei unserem Gegenüber um den Geist einer mythologischen Gestalt aus dem alten Griechenland handelt, ist es nur logisch, dass aus Echidnas Sicht das mächtigste Wesen im Universum der Göttervater Zeus ist. Aber auch ich kann mich mal täuschen. Macht zumindest Sinn. Ja, lieber Paul, dann musst du wohl zurückreisen in die Zeit des sagenhaften Olymp, als die griechischen Götter es sich auf dem höchsten Berg Griechenlands gut gehen ließen. Das geht? Mit dem schwarzen Loch kannst du auch in der Zeit reisen? Ja, das ist natürlich praktisch. Ah, na, Echidna, wie geht's dir? Ah, munter wie eh und je. Das geht natürlich gut. Hier, das ist die Starbiss-Sammlung, auf die alle gewartet haben. Schmuck aus den Zähnen von Prominenten. Ich meine, wer es braucht, ich finde, das sieht hässlich aus. Aber anscheinend wollen die Gäste das alle haben. So, wir nehmen erstmal hier so ein bisschen was mit. Machen das, was wir am besten können. Wir klauen alles. Kamera, dass wir mitgehen und man hier... Man kann nie wissen, wann man das Vögelchen aus dem Kasten kommen lassen will. Genau, das ist die richtige Einstellung. So, hier haben wir noch die Handtasche, da können wir sicher auch noch was Interessantes rausholen. Zum Beispiel die Taube vielleicht? Jawohl, nein, doch nicht. Das Parfum nehmen wir mit. Ich nehme an, das hier könnte noch zum Einsatz kommen. Wir können aber noch mehr rausholen. Ja, ein Spiegelchen. Könnte sein, dass ich das gute Stück noch brauche. Ja, mal schauen. Mal. Okay, das war's. So. Ja gut, die räuspern sich jetzt alle nur. Ich habe jetzt keine Lust, alle anzusprechen. Die machen alle das Gleiche. Selbst die beiden Gastgeber. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Und sonst können wir ja auch nichts weiteres machen. Deswegen brechen wir mal auf unsere... Oh, guckt euch mal an, wie niedlich der Panther hier aussieht. Deswegen brechen wir jetzt mal hier auf unsere letzte Reise an. Durch das schwarze Loch. Zurück ins antike Griechenland. Oh ja. Als Kind war ich unglaublich fasziniert vom antiken Griechenland. So durch so Spiele wie Age of Mythology oder den Disney-Hercules-Film. Da war ich immer begeistert von. Und ich habe auch von als Kind, ich glaube, da war ich in der 5. oder 6. Klasse. Also, wie alt war ich da? Keine Ahnung, wie alt ist man in der 5. und 6. Klasse? Jedenfalls habe ich da auch die beiden Werke von Homer gelesen. Also die... Ilias heißt der, glaube ich, der erste Teil und das zweite ist die Odyssee. Und ja, ich fand's toll. Ich habe gerne solche Sachen gelesen. Also, wie gesagt, ich stehe auf die griechische Mythologie. Ich habe zwar vieles vergessen wahrscheinlich im Laufe der Jahre, aber ein bisschen kenne ich mich immer noch aus. Und wir sind ja auch schon auf dem Olymp. Da steht Pegasus. Ah, die letzte fehlende Seite. Genau, letzte Seite, das müsste... Ey... Ich wollte gerade vorstellen, was das für Götter sind, du blöder Panther hier. Ja, los. Los, nimm die Seite mit. Und dann können wir endlich weitermachen. Der Kerl zieht also mit seiner Karre einfach raus, ohne zu gucken, und schneidet mich, obwohl ich die Vorfahrt hatte. Ich bin der Gott des Weines und der Berauschtheit. Aber ich sage euch, hätte er nicht... Du müsst ja nicht gleich aus der Haut fahren, Zeus. Ja, wie man sieht, Zeus hat gerade schon seinen Gruß gesandt. Ja, das hier ist Dionysus, der Gott des Weines und der schönen Künste. Das hier ist Aphrodite, die Göttin der Schönheit und der Liebe. Und das müsste Ares sein, der Gott des Krieges. Reden wir doch mal mit denen. Erstmal mit Aphrodite hier. Hi, wie geht's dir? Wobei, nee, wir fangen erstmal mit Dionysus an. Ich würde den alten Zeus gern sprechen. Wo finde ich ihn? Nicht du findest ihn, er findet dich. So ist das nun mal beim Vater der Götter. Tja, was hast du zu sagen, Ares? Hallo Leutchen, wie läuft's denn so? Ich bin Ares, der Kriegsgott. Ich habe eine Neuigkeit. Hier wird gerade eine Familienfehde entfacht zwischen meinem temperamentvollen Vater Zeus und meinem rachsüchtigen Onkel Poseidon und meiner sturen Halbschwester Athena. Ich fürchte, wenn dieser Krach vorbei ist, wird vom Olymp nichts mehr übrig sein. Tja, so ging die griechische Mythologie unter. Ja, gut. Reden wir nochmal mit Athene. Hi. Hallo. Ich bin Aphrodite. Athene, was sage ich denn? Die Göttin der Liebe. Du siehst Poseidon. Ein bisschen mitgenommen aus. Wie läuft's denn so, Poseidon?
Gibt es was Neues von Echidna? Seit Zeus wieder mal Athene vernascht hat, nichts. Das ist auch am besten. Dieses primitive Weib bringt alle nur in Schwierigkeiten. Könnte sein, dass ich nicht ganz durchblicke. Aber wenn Athena für Echidnas Verschwinden verantwortlich ist, wie soll sie dann in der Lage sein, dir aus Zeus Magengrube herauszuhelfen? Ruhe! Sagtest du Echidna? Ja, Echidna ist meine Enkelin. Sie hat das Köpfchen einer reizenden Nymphe, aber den Körper einer Schlange. Zeus hat ihr Leben verschont und das ihrer Kinder auch, damit zukünftige Helden noch Herausforderungen finden. Sie wird gerade vermisst. Hast du irgendetwas von ihr gehört? Nö. Nehmen wir an, jemand hat sie versehentlich verhext, sodass sie jetzt verschwunden ist. Das ist typisch. Sowas könnte nur Athena getan haben. Können wir das irgendwie rückgängig machen? Ich denke, auf diese Frage kann nur Athena selbst antworten. Wenn ich sie also freundlich darum bitten würde... Ruhe! Doink. Poseidon, immer Hunde ab. Er yes. und Athena zanken sich seit Jahrtausenden. Er könnte ja mal freundlich zu ihr sein. Echt mal. Aber er ist einfach zu stur. Ich aber nicht. Wenn ich nur mal ein Wörtchen mit Athena wechseln könnte, würde ich sie bestimmt überzeugen. Viel Glück! Wie du eben gehört hast, hat Zeus sie im Ganzen vernascht. Jetzt sitzt sie in seinem Dickkopf fest. Ich glaube nicht, dass es dort gemütlich ist. Irgendwie muss ich doch den alten Zeus dazu bringen können, auf mich aufmerksam zu werden. Tja. Poseidon hat ja fast unseren Fuß verpasst hier. Oder er hat ihn verpasst. Er hat ihn fast getroffen. Mit seinem Dreizack. Es ist kein netter Bursche hier. Nehmen wir den doch einfach mal mit. Der ist zwar größer als wir, aber das ist egal. Dank Paulchens Inventar. Wenn ich Schwierigkeiten mit Poseidon bekommen sollte, könnte dieser Dreizack sich als recht nützlich erweisen. Dank Paulchens unendlichem Inventar ist das ja kein Problem. Ich meine, wir haben sogar einen Mammut mitgenommen. Also, ich bitte euch. So, Pegasus, ich glaube, wenn ich Pegasus anklicke, kommt das letzte Lied in diesem Spiel und dann wollen wir uns das doch mal anhören. Ja, lach du nur. Dieser geflügelte Gaul ist Pegasus. Ja, viel Spaß damit. My mother left as I arrived. She would only be missed by me. With pair of snakes and a stony gate, Medusa you find it free. My father blessed with sons and daughters, and of course stormy sea. And it took me years to understand there were never any others like me. When horses fly, when dreamers sigh, when wells run dry, I can't help try. Poseidon wonders why Medusa says goodbye. Who wants to have a try? And ride a horse that flies. Athena captured Pegasus. Oh, it's the one and only horse with wings. Men who would be heroes would use me to accomplish great things. And be careful. Poseidon wonders why
somehow still I fly. From the mark sprung a great spring. Oh, this water is real, but am I not? I guess myths were always entertaining. I would trade my wings, I'd fly, to know that I'm really real. You can keep story books by imagining how odd it feels to when horses fly, when beamers sigh, when wells run dry. I can't help trying. Poseidon wonders why said goodbye. I've had my mother die, yet somehow still I fly. When dreamers sigh, when horses. Ja, und das war das fünfte und somit auch letzte Lied. Ich muss sagen, das Pegasus-Lied ist bei mir so von den Liedern auf Platz 3 in der Reihenfolge, wie ich sie mag. Auf Platz 1 ist das, nein, wir fangen unten an. Auf Platz 5 ist das Ostrich-Lied, also mit dem Strauß, das am Toten Meer. Das ist, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man den Text mal versteht, irgendwann mal. Es ist ganz lustig, aber es ist jetzt nichts, was ich mir so anhören würde. Auf Platz 4 ist das Lied mit den Kühen aus Kenia. Auf Platz 3, wie gesagt, das Pegasus-Lied. Auf Platz 2 ist das mit den Komodo-Waran. Und auf Platz 1 ist das mit den Ratten, weil die Ratten sind einfach cool. Ich meine, singende, mutierte Riesenratten, die kann man doch einfach nur gerne haben, ja. Und wo ich vorhin, oder was heißt vorhin, gerade eben Herkules erwähnt habe. Herkules ist übrigens einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Neben Robin Hood und Aladdin. Also das sind so die drei Lieblings-Disney-Filme, die ich gesehen habe. Zumindest noch die Zeichentrickfilme. Und sonst, ich weiß nicht, das andere sind doch auch alles eher so Prinzessinnenfilme oder so. Oder nicht? Ariel, Die Schöne und das Biest, Cinderella und so. Ja, das ist nicht so meine Welt. Aber naja, ich denke mal, das könnt ihr nachvollziehen. Wie auch immer, was müssen wir jetzt überhaupt machen? Ich glaube, ich muss nochmal mit Athene reden. Ich würde den alten Zeus gerne sprechen. Wofür? Ich sag die ganze Zeit Athene. Von mir. Ich meine du keine eigentlich. Ich meine eigentlich hier ich Dingens. Gehe Zeus Aphrodite. So weit wie möglich aus dem Weg. Ja, bist du dir sicher? Ich meine, wir haben hier noch so ein Parfum, ne? Und du bist die Göttin der Liebe und Parfum wird dazu gebraucht, um Männer zu beeindrucken oder na, wie auch immer. Jedenfalls, vielleicht kann das ja ich komme heute einfach nicht darauf, dass ich sie mal endlich mal Aphrodite nenne statt Athene. Mann! So, hier. Aphrodite wird vielleicht das Parfum gefallen. Das duftet ja übergöttlich. Dieser Duft würde meine Arbeit ganz ungemein erleichtern. Sprüh mich sofort mit einer Duftwolke an. Bitte. Bitte? Ich gebe dir die ganze Flasche, wenn du Zeus dazu bringst, dass er mich zur Kenntnis nimmt. Wenn du mich damit besprühst, dann ist Zeus hier, ehe du frische Göttlichkeit sagen kannst. So wahr ich Aphrodite bin. Bitteschön. Tja, die Wunder oh, der modernen Zeus.
der modernen Parfum-Industrie. Ja, gibt es eine Industrie? Ich glaube schon. Hier duftet es ja himmlisch. Nie hat meine Nase so was Göttliches gerochen. Das ist komisch. Obwohl es so gut riecht, steht auf der Flasche, es wäre nur Wasser drin, das aus einer Toilette kommt. Ich habe keine Zeit für deinen Quatsch, Aphrodite. Ich habe an dieser Stelle rasende Kopfschmerzen. Vielleicht hast du etwas gegessen, was dir nicht bekommen ist. Schluss mit dem Unfug, Dionysos. Du raubst mir den letzten Nerv. Tja, ich habe mir Zeus immer so als großen, starken Mann vorgestellt, so wie er auch in Herkules oder in Age of Mythology dargestellt wird und nicht als so einen kleinen Gnom mit riesen Kopf. Und da pocht es und wenn ihr euch erinnert, was die hier gerade gesagt haben, er hat Athene vernascht. Das ist wörtlich zu nehmen. Sie sitzen in seinem Kopf fest. Und sie kriegen wir da raus, indem wir mal hier den Dreizack nehmen und kräftig Hebelwirkung ansetzen. Und auf damit! Hallo Athene. Ich hatte gehofft, dass du klüger geworden bist, Papi. Vielen Dank, rosaroter Gott der Kopfschmerzen. Null Problemo. Dafür habe ich Probleme ohne Ende. Sie ist mein Problem. Sie intrigiert gegen ihre Cousine Echidna. Ich sagte dir doch, sie ist mir Schnuppe, diese halbe Frau und halbe Schlange. Dieses Biest! Wer ist dann für ihr Verschwinden verantwortlich? Wer von euch hat es gewagt? Wer von euch war so anmaßend? Pink, warst du es? Rosa, roter Gott, der Kopfschmerzen? Es war ein dummes Missgeschick. Da war der Kessel und ein kleiner Junge in Schwierigkeiten und eine unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin und ein Rest griechischer Salat und dann steckte Echidna plötzlich in Violets Körper und Violet ist... Ja, so schnell kann's gehen. Du bist verantwortlich für das Verschwinden von Echidna? Du großer roter Gott? Das ist unangenehm für dich. Dein Schicksal wird sich danach entscheiden, wie du zwei fast unlösbare Aufgaben lösen wirst. Löst du sie nicht, machen wir dich um einen Kopf kürzer. Aber... Kein Wenn und Aber auf dem Olymp. Schon gut, das mit dem Wenn und Aber werde ich mir merken. Man stelle ihm seine Aufgaben. Nur nicht so hurtig. Darf ich für diese Aufgaben nicht wenigstens trainieren? Wenn's sein muss. Wer ist das? Apollo, wer sonst? Hallo, geht's gut? Ging schon mal besser. Wir müssen dich in Form bringen. Und los geht's. Trainingmontage, ja. Apollo, der Gott der Sonne. Oder der Tageszeiten. Und laut der griechischen Mythologie, ja, ekelhaft. Laut der griechischen Mythologie fährt er mit seinem... Los geht's los. Die erste Aufgabe ist der ähnlich, die mein Sohn Perseus schon einmal gelöst hat. Du musst die beiden lebenden Gorgonen töten. Perseus enthauptete Medusa mit der Hilfe von Athena und Hermes. Nun sollst du die beiden überlebenden Gorgonen aus dem Verkehr ziehen. Aber ich möchte nicht, dass auch nur ein Tropfen Blut fließt. Kapiert? Kleiner Tipp. Allein ihr Blick kann dich in Stein verwandeln. Wenn du die Sache gelöst hast, bringst du uns einen Beweis deines Sieges. Wie finde ich die beiden? Nimm Pegasus. Das geflügelte Pferd, es entsprang Medusas Körper, als Perseus ihr den Kopf abschlug. Ich bin sicher, es findet die Gorgonen. Ein Kinderspiel. Ich bin bald wieder da. Lasst euch nicht unterkriegen. Ja, danke, Zeus, dass du mich unterbrochen hast. Wie gesagt, das hier ist Apollo. Und laut der griechischen Mythologie fährt er mit seinem Wagen über den Himmel. Und eines der Räder ist die Sonne. Und er zieht halt die Sonne über den Himmel. Und dadurch entstehen die Tageszeiten. Das hier ist Zeus, der Göttervater, und der kann Blitze schmeißen, so ist ja klar. Kennt eigentlich jeder oder sollte eigentlich jeder kennen. Poseidon ist auch ein sehr bekannter Gott. Der Gott der Meere, des Wassers, der Stürme und der Pferde. Und Athene, die Göttin des Wissens und der Weisheit. Und daher kommt auch, dass man die Eulen nach Athen trägt. Das hat auch was mit Athene zu tun. Ich weiß jetzt aber nicht genau was, nagelt mich nicht drauf fest. Googelt danach, ihr seid ja selbstständig hier.
So, wie gesagt, wir können noch mal mit dem reden hier. Hallo, geht's gut? Ja, danke der Nachfrage. Ist klar, Ares. Hallo. Hi. Ich bin Aphrodite. Das hatten wir irgendwie schon. Das macht keinen Sinn. Mit dem können wir nicht reden, mit denen auch nicht. Na gut, Pegasus, dann bring uns mal zu den Gorgonen. Nicht zu verwechseln mit den Goronen? Ne, Moment mal. Naja, Goronen waren die Steinwesen aus der The Legend of Zelda-Reihe. Ich muss aufpassen, dass ich das jetzt nicht verwechsle. Das eine mit Gorgonen und das andere mit Goronen, also mit G oder ohne G. Danke fürs Mitnehmen, Pegasus. Und wie er da einfach mal so eine Augenbinde oben hat, damit er nicht zu Stein erstarrt. Tja, nicht so wie die anderen Gesellen hier. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das da eine Verbindung gibt, dass es also ähnlich heißt wie die Gorgonen und dass sie eben aus Stein sind. Weil die Gorgonen können ja mit ihrem Blick Leute in Stein verwandeln. Die Goronen sind ein Volk aus Steinmenschen. Also, gibt es da einen Zusammenhang? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na, wie geht's euch denn? Ich bin Steno. Ich bin Eureale. Hi. Wir sind die verbliebenen Gorgonen heute. Dreh dich um, damit wir dir in die Augen sehen können. Nicht hinsehen, nicht in die Schlangenaugen sehen. Tja. Ach, die sehen doch ganz nett aus, die Schlangen. Guck mal hier, die guckt so ein bisschen dösig. Und die guckt so, ja, hi, ich bin der Geilste hier. Ich bin die tollste Schlange auf dem Kopf. Und die sind auch irgendwie cool so. Ah, Hilfe, ah! Naja, wie auch immer. Wir sollen sie ja zu Stein verwandeln. Ja, jetzt habe ich schon gespoilert. Wir sollen sie ja besiegen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Und das machen wir, indem wir sie zu Stein verwandeln. Indem wir sie einfach dazu bringen, sich selbst anzusehen. Und zwar, wir haben ja schon gesehen, als wir den Salat in den Zauberkessel getan haben, dass das Paulchen hier schön sich in dem, wie nennt man das? Das Ding, das auf dem Teller draufsteht. Das, was man dann so hochzieht, wo das Essen drunter ist. Wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung. Haube? Egal. Jedenfalls hat sich der Panther da drin schön gespiegelt und wir geben einfach mal hier den Salat. Wer hat den griechischen Salat bestellt? Vielleicht ein Schäufelchen Dressing dazu? Was zu essen? Fantastisch! Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in einem Sumpf leben muss. Hier bringt man uns nicht mal eine Pizza her. Hübsch. Ich werde zu... Tja. Das hat man davon, wenn man zu gierig ist. Tja, man lernt eben nie aus. Guten Hunger. Aber du hast da was zwischen den Zähnen hängen. Hier, nimm mal den Spiegel und guck nach. Verzeihen Sie, meine Dame. Da sitzt eine Kleinigkeit zwischen Ihren Zähnen. Das wollen Sie doch bestimmt. Tja, so einfach geht das. Jetzt brauchen wir nur noch den Beweis. Ach, da kann ich niemanden. Ein Foto, das kannst du jedem zeigen. Dankeschön, wollte ich gerade sagen. So, machen wir uns dann hier das Foto. Und jetzt sagt bitte Kopfschmerz. Kopfschmerz. Ja, schickes Foto. Gucken wir uns das doch mal an hier. Wie sieht das aus? Ach ja, tolles Foto. Panda, du bist so fotogen. Ich glaub's nicht. Oh, wunderbar, gut. Dann haben wir die beiden Gorgonen-Schwestern erledigt. Jetzt gibt's keine mehr. Zumindest weiß ich jetzt nur von den dreien, Medusa und den beiden hier, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Deswegen gehen wir einfach mal mit Pegasus wieder hier zurück zum Olymp und stellen uns der zweiten Aufgabe. Die wird ein bisschen einfacher. Was heißt einfacher? Die wird nicht so lange dauern. Für manche wird die vielleicht schwer sein, aber mit Trial and Error kann man die auch lösen. Poseidon, mit dem müssen wir reden. Hi, wie geht's dir? Schon zurück, Kleiner? Natürlich. Hast du die Gorgonen platt gemacht? Ja. Klar, das Plattmachen war die leichteste Übung. Viel schwieriger ist es, einen Beweis mitzubringen. Die Damen waren wohl schon immer ein schwerer Brocken, aber jetzt, wo sie zu Stein geworden sind, kann sie kein Panther mehr schleppen. Oh. Außerdem bin ich nicht sicher, ob das Verwandeln in Stein auch als erschlagen gewertet wird. Und wo ist der Beweis? Ja, wir haben so ein Foto gemacht. Hier. Bitteschön. Das hier nennt man Fotografie. Man verkleinert alles mögliche Zeugs und macht eine Abbildung davon. Zeig mal her. Ich kann's nicht fassen. Tolle Erfindung, was?
so lebensecht und... Bist du sicher, dass das Ganze keine Fälschung ist? Ja, doch. Tja, dann wollen wir mal sehen, wie es dir im geistigen Wettstreit ergeht. Ich hoffe, du hast deine Kenntnisse in griechischer Mythologie aufpoliert. Ja, haha. In dieser Ecke mit einem Lebendgewicht von ungefähr 150 Kilogramm, wovon etwa die Hälfte eingelagertes Wasser ist, haben wir den mächtigen und rachsüchtigen Poseidon, den Gott des Meeres. In dieser Ecke mit einem Gewicht von... Etwa 25 Kilogramm. Etwa 25 Kilogramm haben wir den Gott der Kopfschmerzen, genannt der rosarote Fleischwolf. Danke für Ihre Unterstützung. Wenn du die folgende Frage nicht beantworten kannst, kostet dich das deinen Kopf. Danke für den Hinweis. Ich nehme die Frage 100. Irgendwann bekam Athena Wind, dass sich in einem Athena-Tempel fand das Medusa-Kind. Da verwandelte sie deren Locken in Schreckliches, nur nicht in Socken. Ja, wir haben ja gerade eben ihre beiden Schwestern getroffen und die Medusa war natürlich auch eine Gorgonin. Und Medusa ist ja die bekannteste von den Trio. Und natürlich sind es die Schlangen, in die ihr Haar verwandelt wurde. Diesmal hat's mit Glück gesessen, aber du solltest nicht vergessen... 4 von 5 Antworten müssen richtig sein, oder du kommst ja nicht mehr raus. Ratten wären bestimmt auch cool. Stellt euch mal vor, die hat Ratten als Haare. Vorwärts, Junge, du schaffst es. Singende Ratten. Als die Stadt Athen einen Schutzpatron suchte, wählte sie da Poseidon oder mich. Wir brachten Geschenke da, das war für uns völlig klar. Welches Geschenk brachte ich? Das war der Baum. Ich bin mir nicht sicher, was für ein Baum, aber es war definitiv der Baum. Richtig. Und welches Geschenk brachte er? Das Wasser, doch natürlich die Fontäne. Obwohl deine Antwort gut war, bist du leider noch nicht aus dem Schneider. Noch eine Frage, mit der ich dich plage. Musste in Reimen reden unbedingt. Man hat sich in der Mythologie daran gewöhnt, die Götter haben ganz schön der Liebe gefrönt. Manchmal konnten sie nur noch lallen, wer ist der Vater von allen? Die Antwort ist übrigens ein Kinderspiel. Also, wer ist der Vater von Hermes, Ares, Apollo und mir, Perseus, Dionysos und dem großen Herakles? Tja, also bei den anderen Göttern wüsste ich es jetzt nicht, aber nachdem sie Herakles gesagt hat, ist es klar, dass es Zeus ist, natürlich. Weil Poseidon hat ja auch viele Kinder. Das hier ist... Ja, wer ist denn das? Sieht aus... Wie der Gott der Jagd, so mit dem Bogen. Aber der Gott der Jagd ist eigentlich weiblich und heißt Artemis. Naja, und dann haben wir hier natürlich noch Hades. Das ist klar. Wer das ist, ich habe keine Ahnung. Aber es ist ja Zeus. Wieder richtig. Du hast dich gut entwickelt. Tja. Ich muss zugeben, kannst du hast sehen. Meine Erwartungen übertroffen. Bring mich zu meiner Enkelin und alles wird vergessen sein. Ich wüsste gerne, was die fünfte Frage ist. Da haben wir jetzt nur 4 gehört, weil nach vier sind wir ja aus dem Schneider. So, ich frage mich auch, warum er nicht einfach so mitkommen konnte, denn immerhin irgendwie will er doch seine Tochter zurückhaben oder seine Cousine oder wie auch immer. Ich glaube, es ist seine Tochter, oder? Nein, wie auch immer. Wir nehmen das schwarze Loch. Lass uns meinen Streitwagen nehmen. Streitwagen ist klar. Und sagen auf Wiedersehen zum Olymp. Und auf geht's zurück ins Haus. Oh ja. So, los geht's. Auf zum Finale. Jetzt wird sich alles aufklären. Und dann haben wir das Spiel eigentlich fast schon durch. Ging ja ziemlich flott eigentlich. Ich meine, wie viele Parts haben wir jetzt? 5? 6? Ich glaube 6. Hallo, Poseidon, das sind die lieben Leute. Liebe Leute, das ist Poseidon. Und was ist mit Zeus? Nun, Poseidon ist Echidnas Großvater und überhaupt... Echidna, komm sofort da runter! Wir haben ihr stets verboten zu rülpsen oder an der Decke zu schweben oder gar besessen zu sein. Echt mal, was erlaubt die sich? Aber dieses Kind kann einfach nicht hören. Ich sehe mir diesen Unsinn keinen Augenblick länger an, Echidna. Außerdem will ich jetzt nach Hause. Willst du denn gar nichts mehr unternehmen? Was soll ich machen? Sie hört nicht auf mich. Bist ein Gott? Mach was!
ja, dramatischer Auftritt. Phoebe, viel, Fili, Blumen, Fili, viel, Fili. Violet, kehre jetzt zurück. Der Albtraum sei vorbei. Tja, es hat irgendwie nicht geholfen, ne? Streng dich besser an. Die explodiert gleich. Was? Oh, wer ist das? Zeus, mein Alter, bist du's? Nein. Ich weiß nur, Bill Gates ist es nicht. Richtig. Knapp vorbei ist auch daneben. Oh, Strangeblood. Hi, alter Knabe. Warum schreien wir eigentlich so? Weil es gruselig ist. Es ist echt gruselig. Genug! Ja, das ging schnell. Hast du gut gemacht, Strangeblood. Dankeschön. Das hat Spaß gemacht. Lass uns heimgehen. Ich habe Kopfschmerzen. Nimm zwei Kopfschmerztabletten und ruf mich morgen früh an. Wird gemacht. Oh, das Mammut. Wo war das überhaupt hin? Was für ein mega schrecklicher Traum. Violet, komm, wir wollen nach Hause gehen. Können wir das hier behalten? Wie teuer? Geht auf Kosten des Hauses. Wirklich? Ohne Prominentenzähne sind Sie ein Nichts. Haben Sie mich verstanden? Ein Nichts. Tja. Also lieber ein Mammut als Prominentenzähne. Ehrlich. Hätte ich auch gerne. Wenn ich die alten Zähne hätte, würde ich manches Liedchen singen an dieser Stätte. Aber nach all dem Ärger mit Nichtern will ich lieber drauf verzichten. Sie hätten Opernsänger werden sollen, Shaky. Nicht wirklich. Dieses Lob von Ihrer Zunge bedeutet mir sehr viel. Darf ich Sie nach Hause begleiten? Aber doch lieben gern. Ah, du alter Charmeur. Warten Sie! Was ist mit den Zähnen? Keiner will eure Zähne haben, versteht's doch. Ohne Prominentenzähne sind Sie ein Nichts. Haben Sie mich verstanden? Ein Nichts. Das ist doch ekelhaft. Quatsch, ich war doch nicht wegen der Zähne hier. Ich war wegen des kostenlosen Essens hier. Prost. Ich glaube, ich habe heute Abend was dazugelernt. Wenn keiner dieser wichtigen, reichen Leute diese Zähne braucht, um sich reich und wichtig zu fühlen, dann brauche ich sie ganz sicher auch nicht. Das ist mein Wort. Bin ich auch der Meinung. Wer braucht das? Niemand. Warten Sie! Was ist mit den Zähnen? Ohne Prominentenzähne sind Sie ein Nichts! Haben Sie mich verstanden? Ein Nichts! Ah, Himaki. Ich hätte kein besseres Ende erfinden können. Jetzt haben wir endlich die restlichen Ersatzteile für dich. So, Ersatzteile? Ach, wie hübsch. Was wirst du jetzt tun, Himaki? Ich kandidiere als Bürgermeisterin. Oh, das kann ja was werden. Oh nein. Nathan Junior, du hast es geschafft. Hast du mich verstanden? Du hast es geschafft. Das war ein starkes Stück, Freundchen. Du bist zu weit gegangen. Diesmal schicken wir dich auf die Knochenbrecherakademie. Hast du verstanden? Dort hätte ich dich schon vor Jahren hinschicken sollen. Oh. Ich wollte doch immer so gerne Zauberer werden. Und nun habe ich schlicht versagt. Nur keine Aufregung, Nathan. Ich habe sicher auch Fehler gemacht. Ich habe wohl zu große Hoffnungen auf dich gesetzt und wollte deine Fähigkeiten fördern. Also habe ich mich hier und da ein bisschen eingemischt und meine Nase in Dinge gesteckt, die mich nichts angehen. Aber du hast eigentlich dein Bestes getan. Selbst mit deiner Hilfe könnte ich das alles nicht wieder gut machen. Ich bin eine Niete. Ich weiß allerdings von einer Sache, die du ganz allein zu Wege gebracht hast. Und die war ein voller Erfolg. Ein echtes Zeugnis deiner Fähigkeiten als Zauberer. Was? Der vergiftete Apfel. Die Wirkung war genau die, die du erwartet hast. Und dabei hat dir Strangeblood kein bisschen geholfen. Eigentlich hast du recht. Wenn ich es so recht bedenke, könntest du eigentlich eine Lehrstelle bei mir annehmen. Dann kannst du bei mir bis zum Gesellenbrief alles lernen, was ich über Zauberei weiß. Es gibt einen Zauberergesellenbrief. Und was ist mit meinen Eltern? Ich hab's im Gefühl, dass sie zustimmen werden. Ach ja, glaube ich auch. Ach guck mal, jetzt sind sie wieder ganz nett und lächeln wieder rein.
Ja, tschüss, ne? Viel Spaß bei der Wiedersehen, Ausbildung. Wiedersehen, Nathan. Viel Erfolg beim Zaubern. Wiedersehen, Strangeblood. Übrigens, wir sollten mal eine Diskussionsrunde gründen und über deinen verrückten Namen nachdenken. Nun hat alles wieder seine Ordnung. Als ich den Job als Handelsvertreter übernahm, hatte ich keine Ahnung, dass diese armen Leute immer nur auf Achse sind. Tja. Aber immerhin erlebe ich überall, wo ich mich aufhalte, fantastische Abenteuer. Ja, das stimmt. Das war ja fast noch spannender als dein Agentendasein, ne? So, jetzt erzähl mir, wie du den vergifteten Apfel gezaubert hast. Tja, und Strangeblood ist gar nicht so böse, wie er... Strangeblood. Alles zu seiner Zeit. Wie immer gesagt wurde. Tja. Und jetzt sehen wir noch, welche Leute dieses Spiel gemacht haben vor dem stillen Mond. Und dann war es das auch schon. Ja, das Spiel ist vorbei. Wir haben es geschafft, Leute. Juhu. Ja. Ach, das war eigentlich ganz schön, das mal wieder zu spielen. Also ich hätte wahrscheinlich aber auch nicht viel weiterspielen können. Also das war schon gut so von der Länge her jetzt. Ist halt ein Spiel, das sich an Kinder richtet. Ne? Wobei der Humor ist teilweise auch schon für Erwachsene ganz nett. Also ja. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich denke mal, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann wird euch das Spiel auch Spaß gemacht haben. Oder ihr seid einfach von mir so begeistert, dass ihr alles von mir guckt. Aber das bezweifle ich eher. Naja. Jedenfalls, ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was nach diesem Projekt kommt. Ich hatte ja vor, ein anderes Spiel zu spielen, das nur auf Windows 3.1 läuft, beziehungsweise auch auf anderen Betriebssystemen, aber Windows 3.1 kriege ich jetzt einfacher zum Laufen, als, was weiß ich, Windows XP in einer Virtual Machine aufzusetzen. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen mache ich es unter Windows 3.1 und ja, es ist vorbei. Das war's. Das Spiel ist vorbei und wir haben nur einen schwarzen Bildschirm. Jedenfalls, mal schauen, ob ich das Spiel jetzt danach mache. Vielleicht mache ich es einfach nur mal als Nebenprojekt, wo ich dann, was weiß ich, so 10, 15 Minuten Parts nur mache. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Und ansonsten, ja, ich kann euch noch mal kurz zeigen, es gibt hier auch noch eine Jukebox, wenn wir unter Lieder gehen. Nein. Speichern wir das mal nicht. So, ja. Wir können die ganzen Lieder auswählen. Ratten, Strauß, Kuh, Pegasus, bla bla. Wir können halt auch das, wenn wir dann auf den Pfeil klicken, können wir das Video nochmal ansehen. Ja, das möchte ich jetzt nicht ansehen. Ich möchte das Rattenvideo ansehen. Und vor dem Hintergrund der singenden Ratten sag ich euch dann einfach mal ciao, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören, wie auch immer man das jetzt bezeichnen will bei einem Let's Play, ne? Und ja, vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem anderen Projekt. Wäre ziemlich cool. Ja, ciao. Moment. So, jetzt. Ciao. Nein. Moment.